Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Arrivé-Box von Mortel. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Arrivé von Mortel. Das Ganze sollte erst morgen am 13.07. erscheinen, aber es war heute schon in der Post. Deswegen stelle ich euch das Ganze schon heute vor. Wir haben hier eine weiße Box. Und bevor wir damit starten, werden wir das Ganze mal aus der Folie holen. Müsst wahrscheinlich hier öffnen. Es ist das Debütalbum von Mortel. Denn das Release letztes Jahr, und zwar Rakai, das war laut eigenen Angaben von Mortel nur ein Mixtape. Und deswegen ist Arrivé jetzt das erste richtige Album, also das Debütalbum von Mortel. Also wir haben hier einmal in Silbergroß das Mortel-Logo. Darunter lesen wir Arrivé, das heißt auf Französisch so viel wie Ankunft, beziehungsweise wenn man das Verb hernimmt, dann angekommen. Und ich glaube, es steht auch dafür, für seinen Status in der Deutschrap-Szene, also dass er jetzt angekommen ist. Dann haben wir hier die Flagge, beziehungsweise die Flamme, das Logo der Rakai Music Group. Rechts lesen wir Mortel, oben nochmals die Rakai-Flamme und links lesen wir auch wieder Mortel. Auf der Unterseite haben wir wieder die Flamme, hier steht auch wieder Rakai Music, dann hier Mortel und Tome, T-O-M-E, und darunter dann einen Barcode und Credits. Gut, das Ganze ist vom Boxdesign so, dass man den Deckel abnehmen kann und keine reguläre Klappbox. Gefällt mir richtig gut, war ja auch schon bei der Rakai-Box der Fall. Und wir sehen auch, dass dieses M von Mortel hier so geprägt ist, dass das Ganze hier etwas hervorsteht. Also man kann hier das wirklich ertasten. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Dann haben wir die Bonus-EP. Dann haben wir die Instrumentals, Sticker, Autogrammkarte, Papes, Shirt und Poster. Sehr schön. Machen wir die Box mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich, nachdem hier wirklich gar nichts eingeschweißt ist. Diese Box sehr umweltfreundlich, zumindest vom Verpackungsmaterial. So sieht das Ganze aus. Arrivé Mortel, hier abgebildet in weiß mit schwarzen Augen. Sieht echt heftig aus. In einem Standard-Jewel-Case kommt das Ganze. Auf der Seite lesen wir auch Arrivé. Und auf der Rückseite haben wir den Tracklist. Und zwar haben wir hier 14 Tracks an der Zahl. Und wir haben einige Features. Wir haben Features von Rola, Saphir, Haze und Amar, Mashanda, Unique, Haftbefehl und Luciano. Und dann haben wir hier auch wieder Credits und Barcode. Ich glaube, bis dato gab es 2 oder 3 Videoauskopplungen. Also gar nicht so viel. Eventuell kommt da noch was nach. Okay, dann schauen wir mal ins Booklet. Und zwar haben wir hier Mortel in bester Illuminati-Optik. Ihr wisst Bescheid. Hier haben wir auch nochmal die gesamte Tracklist inklusive der Infos, wer was produziert hat. Also hier alle Produzenten aufgeführt. Und dann haben wir hier noch die Typen, die das Artwork bzw. die Fotos gemacht haben. Art Director etc. vermerkt. Weitere Aufnahmen von Mortel. Das Booklet wirkt echt etwas verstörend. Die Aufnahmen. Pistole an den Kopf und hier mit schwarzer Farbe oder eventuell sogar Blut beschmiert. Hier das Ganze dann über 2 Seiten. Heftige Fotos. Zum Abschluss nochmal Mortel vor. Ja, es dürfte eine G-Klasse sein. Und dann haben wir hier nochmal das
Logo der Rakai Music Group. Die CD in Weiß und Silber, auch hier wieder das Mortel-Logo und das sieht richtig schön aus, das Silber hier so reflektierend, also es dürfte wohl so gemacht sein wie die Rückseite, sehr schön. Und dann haben wir Mortel hier mit langen Teufelshörnern, auch etwas speziell das Ganze. Gut. Dann haben wir zum Album zugehörig die Instrumentals, die kommen in einer Papphülle, einem Digisleeve. Instrumentals lesen wir hier und hier Mortel mit Grills. Ist die Frage, ob er die gerade reinmacht oder rausmacht oder vielleicht gerade Essensreste aus dem Zahnfleisch holt, man weiß es nicht. So sieht das Ganze hinten aus, keine Tracklist oder dergleichen. Und die Instrumental-CD dann hier mit kleinem Mortel-Logo. Und dann bekommen wir noch eine Bonus-EP, wobei EP ist ja ein sehr dehnbarer Begriff. Wir haben hier wieder Mortel abgebildet mit diesem Blut, mit dieser schwarzen Farbe hier auf seinem Kopf. Depart-EP. Und zwar haben wir hier insgesamt 11 Tracks. Also das ist für eine EP echt eine Menge. Das ist mehr oder weniger ein Bonusalbum und auch hier wieder viele, viele Features mit dabei. Also um nur ein paar zu nennen, wir haben hier Features von Maccabelli, Peter Frankfurt, Shadow. Ja, also jede Menge Features. Nochmal 11 Tracks zusätzlich. Dann haben wir hier kein richtiges Booklet, aber hier so einen Einleger. Hier auch nochmals Mortel. Vor dieser weißen G-Klasse, allerdings hier mit weißer Sturmhaube bedeckt. Und hier nochmal die ganzen Tracks, inklusive der Infos, wer das produziert hat. Und natürlich auch wieder Rakai Music, das Label. So, sieht das dann aus. Also das dürfte wohl die Flamme sein. Jawohl. Und auf der Rückseite wieder Mortel mit schwarzer Farbe auf dem Kopf. Gut, Musik hätten wir somit fertig. Dann haben wir hier zwei Sticker mit dabei. Und zwar haben wir diesen hier in Postkartengröße Mortel in Weiß und Silber. Hochformat. Und dann haben wir den Arrivé-Sticker im Querformat. Ebenfalls in Weiß-Silber, Weiß-Grau. Eine Autogrammkarte ist auch mit dabei. Mortel hier wieder vor der G-Klasse mit schwarzem Stift hier unten rechts unterschrieben. Mortel. Rückseite blankweiß. Sehr schön. Dann haben wir wie so oft in Boxen ein Päckchen dabei mit Papes und Filtertipps. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fange damit wenig bis gar nichts an, aber ja, werde diese dann irgendwo aufheben, aufbewahren. Aber vom Design auf jeden Fall schön gestaltet. Da kann man nichts sagen. Gut, dann kommen wir zum Poster. Und hier haben wir auch wieder, wie sollte es anders sein, Arrivé stehen und hier dann Mortel hier mit den schwarzen Augen abgebildet. Und auf der Rückseite haben wir auch wieder das Mortel-Logo. Und Mortel hier mit der schwarzen Farbe am Kopf. Alles sind im Endeffekt die beiden Cover. Und zwar einmal das der Bonus-EP und einmal das Cover des regulären Albums. Hier als Poster verarbeitet worden. Bei dem Hochformat. Das Poster, wie gesagt, beidseitig bedruckt. Und als letzten Boxinhalt, wie auch schon in der Rakai-Box, haben wir ein Logo-Shirt dabei. Das in der Rakai-Box damals schwarz, das hier in der Arrivé-Box jetzt weiß. Und so haben wir ein weißes Shirt, dann in so einem Silbergrau das riesen Mortel-Logo. Darunter lesen wir auch wieder Mortel. Und auf der Rückseite, das gefällt mir richtig gut, wenn das Ganze einen Neckprint oder sogar einen Backprint hat. Also wir haben hier oben einmal die Flagge, die Flamme von Rakai Music und darunter dann den Schriftzug Arrivé. Schön gemacht. Und das Ganze ist ein
Gilden Heavy Cotton in der Größe L, 100% Baumwolle und made in Honduras. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze mal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das weiße Shirt mit diesem silbergrauen Mortel-Logo, riesengroß im Brust bis unteren Bauchbereich. Und darunter lesen wir noch Mortel. Gefällt mir vom Design her richtig gut, also relativ schlicht gehalten hier in diesem Weiß-Grau oder Weiß-Silber. Aber das Logo von Mortel finde ich einfach so gelungen und auch in der Größe, das kommt gut rüber, kann man auf jeden Fall gut tragen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte T-Shirt in der Größe L, dann das Poster beidseitig bedruckt im Hochformat, die Papes und Filtertipps, die unterschriebene Autogrammkarte, die beiden Sticker, die Instrumentals zum Album in der Papphülle und natürlich das Album an sich und die Bonus-EP mit insgesamt 25 Tracks. Das alles in dieser wunderbaren Box, Arrivé von Mortel. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Mortel unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.